Heute bei Autotest Schwaben, der neueste Gebrauchtwagen-Check, der neue Audi A3, das aktuelle Modell, der 8P, wie er gebaut wird seit 2012. Ja, im Herbst 2012 kam er da als Dreitürer, der wird mittlerweile schon gar nicht mehr als Dreitürer gebaut. Dann kam 2013 der Sportback, wie er hier steht, und im Juni 2013 kam dann die Limousine mit Stufenheck, sowie 2014 noch das Cabrio. Hier haben wir die Limousine mit wunderschönem Stufenheck, wie sie ab 2013 angeboten wurde. Der Audi A3 ist ein sehr geräumiges Fahrzeug, bietet vorne wie hinten ausreichend Platz. Die Kofferräume sind für die Klasse üblich sehr groß. Hier haben wir, wie gesagt, den Sportback, das beliebteste Modell. Das zweitbeliebteste Modell ist die Stufenhecklimousine. Dann kommt das Cabrio und der Dreitürer ist wegen mangels Nachfrage leider eingestellt worden. Zum A3 8P kann man nur so viel sagen. Das Fahrzeug ist wirklich ein echt gutes Auto. Bei den Motorisierungen gibt es einen 1,0 TSI. Der TFSI 1,0 hat 115 PS und wird seit dem Facelifting 2015 angeboten. Davor gab es einen 1,2 Liter mit 110 PS. Es gibt mehrere 1,4 Liter Motoren, die leisten 125, 150 PS. Es gibt einen 1,8 Liter mit 180 PS. Das ist die Speerspitze. Dann gibt es noch den S3 mit 300 PS sowie den RS. Der hat 450 PS, der ist allerdings relativ hochpreisig und hier leider wurde hier nicht angeboten. Ja, zum Motorisierung bei den Dieseln gibt es einen 2,0 TDI mit, glaube ich, 120 PS ist das Einstiegsmodell. Dann gibt es noch einen 1,6 TDI mit 105 PS, genau. Die 2 Liter Motoren beginnen bei 150 sowie 180 PS, das sind die angebotenen Dieselfahrzeuge. Es gibt wahlweise Sechsganggetriebe sowie ein Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Fahrstufen. Und zu den Bewertungskriterien kann man dem Audi A3 8P, wie er seit 2012 angeboten wird, wirklich nur Bestnoten geben. Der TÜV-Bilanz schneidet der Audi bei den 3-Jährigen und 5-Jährigen hervorragend ab. Hier gibt es absolute Top-Noten. Bei den 3-Jährigen liegt die Quote bei 98% ohne Mängel. Ein Top-Ergebnis. Kommen wir zu den Stärken und Schwächen. Zu den Pluspunkten erhält der Audi für seine Top-Verarbeitungsqualität, seine hervorragenden Motoren. Ebenfalls top ist das Fahrwerk. Auch hier gibt es keinerlei Probleme beim Audi. Ebenfalls top die Innenräume. Hier gibt es die beste Qualität. Ein dickes Plus, es gibt keinen Ölverlust. Ein dickes Plus auch für die Abgasanlage. Zu den Schwachstellen. Ab und zu mal zicken die DSG-Getriebe, also diese S-Tronic-Getriebe, aber recht selten. Es gibt Kleinigkeiten, die auffällig sind. Bei ab 100.000 Kilometer sollte man die Bremsscheiben und Bremsbeläge mal anschauen. Sonst bekommt der Audi am Ende von uns 5 Sterne und damit die Top-Bewertung besonders empfehlenswert.